Play my game. Keep your head. Hallo YouTube, ich bin's wieder, der Underserial. Heute bringe ich euch mal wieder ein Spiel. Wir haben diesmal High Rise und zwar ein Domination Match mit unserem Fun Clan. Versuchen hier mal ein bisschen Taktik umzusetzen oder ein bisschen Spawn Trapping zu machen. Wichtig ist dabei, wie ich im letzten Video auch schon gesagt habe, versuchen die Punkte einzunehmen, also den A-Punkt und den B-Punkt oder den C-Punkt und den B-Punkt. Was wir jetzt hier machen, wir gehen zu dritt auf B und nehmen dann auch B gleich ein. Ist natürlich sehr wichtig, dass man das nicht alleine macht, sondern im Team. Sonst, wenn da schon mehrere vorgelaufen sind, wird es schwierig. Das ist auf jeden Fall notwendig. Wie man jetzt hier sieht, versuchen wir die Punkte zu verteidigen. Ich habe jetzt dann mir gedacht, dass ich versuche, auf den Spawnpoint der Gegner vorzudringen und dort ein bisschen zu bleiben, weil da kann man auch den Gegner ziemlich stark unter Druck setzen. Ist eine gute Methode. Viele sagen, es ist nicht so viel dabei, wenn man das so macht. Aber gut, wir haben zwei Punkte und versuchen hier auch gut zu gewinnen. Und ich denke, das kriegen wir auch ganz gut hin. Ja, jetzt ist mal wieder der Host weg. Was in letzter Zeit ziemlich oft bei Modern Warfare passiert. Aber ich hoffe, dass es nicht an der Tagesordnung ist. Ja, was mich mal von eurer Seite interessieren würde, was ihr für bestimmte Videos mal sehen wollt. Gibt es irgendwas, wo ich sagen kann, soll ich euch mal einen Guide zu Waffen machen? Dass ich sage, ich erkläre euch verschiedene Waffenarten, wie die Genauigkeiten sind, wie die Durchschlagskraft ist, für welches Match man welche Waffe benutzen sollte. Vielleicht so in diese Richtung. Weiß nicht, was ihr euch da vorgestellt habt. Wäre gut, wenn ihr es mal einfach in einen Kommentar unten schreibt. Ich habe mir heute gedacht, dass ich einfach ein bisschen über diese Thematik rede, dass ich sage, in letzter Zeit habe ich weniger auf der Xbox gespielt, sondern ein bisschen mich auf dem PC gewagt. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Schiss davor, am PC mal wieder zu gehen, weil nicht, weil ich nicht gedacht habe, ich wäre nicht gut genug oder sonst irgendwas, sondern einfach, dass man halt eben hört, dass am PC sehr viele Hacker oder Cheater oder was weiß ich unterwegs sind. Und es hat sich, wie man sagt, bewahrheitet. Also ich habe in letzter Zeit ziemlich viel gespielt und man hat wirklich ein paar Punkte gehabt, da renne ich einfach die Map durch und der schießt quer über die Map und sieht mich gar nicht, weder mit Thermalsicht noch sonst irgendwas und trifft mich in den Kopf. Und das dreimal hintereinander bei verschiedenen Gegnern dann auch, dann ist irgendwo nicht so ganz das, was ich nachvollziehen kann. Also das ist eine Sache, wo ich dann gesagt habe, gut, spiele ich lieber auf der Xbox, weil da ist das Cheaten schon schwieriger. Was ich euch noch als Tipp geben kann, und zwar, ich habe es mir auch angeeignet, ist das sogenannte Dropshot. Das heißt, das Dropshotting, oder auch der Dropshot genannt, ist, wenn ihr auf einen Gegner zurennt und euch hinlegt. Das heißt, im Endeffekt macht ihr euer Profil kleiner. Weil der Gegner rechnet ja, wenn ihr im 1:1 ihm gegenübersteht, damit, dass ihr schießt und nicht, dass ihr euch hinlegt, weil er zielt dann genau auf eure Brust oder Kopf oder irgendwas. Wenn ihr euch hinlegt, hat er aber nichts mehr, worauf er zielen kann und muss den Controller oder die Maus ja erstmal nach unten reißen. Und meistens verreißen die Leute dann. Mit diesem Dropshot kann man sich hinlegen und gleichzeitig schießen. Das heißt, dadurch wird mein Profil kleiner und ich kann aber den Gegner trotzdem, sage ich mal, super erschießen. Also habe ich mir angeeignet, hat, ich sag mal, ein paar Tage schon gedauert, bis ich es beherrscht habe. Aber mittlerweile kommt man echt einfach nicht mehr drumherum. Wenn man so die ganzen Spiele anschaut, die großen, die benutzen das einfach und es macht auch Sinn, das zu verwenden, weil man halt wirklich dadurch auch besser wird. Und wenn ihr euch mal die Leute anschaut, gegen die ihr spielt im Internet, ihr werdet sehen, die verwenden das alle. Jetzt kommt gleich eine geile Szene. Den Typen hinterhergejagt, hab's gehört und dann habe ich gedacht, ich kann über die Claymore drüber rennen, aber dann doch nicht. Vielleicht noch ein paar Dinge zu den Themen Flaggen erobern, was ich ja im letzten Video gesagt habe. Ich denke, ich werde jetzt in den nächsten Tagen mal gucken, dass ich die neuen Maps ein bisschen studiere.
dass ich da mir ein paar Punkte raussuche, wo man euch, sag ich mal, den besten Punkt zum Erobern geben kann, sag ich mal. Denke ich, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und da schauen wir einfach mal, dass wir ein paar Maps finden. Ihr könnt auch unten im Comment einfach schreiben, wenn ihr irgendeine bestimmte Map erklärt haben wollt oder bestimmte Waffe, wie ich vorhin gesagt habe. Was wir zurzeit machen mit unserem Clan. Also ich habe so einen kleinen Clan ins Leben gerufen. W00C heißt der. Kommt von den WC-Enden. Also wir haben erst mit 00 angefangen, wie vom Klo, weil wir uns halt einfach sagen, wir sind so scheiße, dass wir so wie das Klo spielen. Und dann kam irgendwann die WC-Ente und dann W00C. Also wenn ihr irgendwelche Infos oder so zu uns braucht, also wir sind auf www.w00c.de zu finden. Da habe ich so eine kleine Page für uns eingerichtet. Ja, was wir halt zurzeit machen, wir haben ein paar neue User dazu bekommen und versuchen halt ein paar Taktiken auszuarbeiten. Also da kann man auch, sag ich mal, schön in ein privates Match gehen. Das würde ich auch jedem von euch wirklich empfehlen. Wenn die neuen Maps rausgekommen sind, habe ich mich erstmal eine ganze Woche einfach nur hingesetzt und die Maps im privaten Match studiert. Wo ist ein Punkt, wo man sich gut verschanzen kann, wenn man verteidigen möchte? Wo sind die Spawn-Punkte? Wo sind die Flaggen? Wo ist bei Search and Destroy der Punkt X, Y, wo ich hinlaufen kann? Wo liegen die Bomben bei Demolition Matches? Sowas ist ganz, ganz wichtig bei neuen Maps. Weil, ich sag's mal so, ich komme nicht aus der Shooter-Szene, also ich habe früher sehr wenig gespielt, Battlefield 2 habe ich gespielt und ein bisschen Counter-Strike wie jeder wahrscheinlich, aber sonst habe ich eigentlich gar nicht gespielt. Und ich habe schon gemerkt, dass was das Wichtigste ist, ist die Maps zu kennen. Und das ist halt einfach wichtig und ich habe mir am Anfang sehr, sehr schwer getan, weil ich halt einfach nur rumgerannt bin wie ein Irrer und alles versucht habe abzuschießen, was sich bewegt. Aber du kriegst vielleicht ein, zwei Gegner und dann wirst du dann fünfmal umgehauen, weil einer irgendwo besser sitzt wie du. Ist halt auch die Frage, ob das dann Sinn macht. Und deswegen ist es wichtig, wirklich seine Maps zu kennen. Ich habe die Maps dadurch kennengelernt, wie gesagt, einmal, dass ich private Matches gemacht habe und mir da so ein paar Punkte angeguckt habe. Oder halt einfach Videos auf YouTube. Also sei es jetzt Videos von englischen Kommentatoren oder von deutschen, was es ja nicht so viele gibt leider bei YouTube. Habe ich halt einfach die Videos auf stumm geschalten, wenn ich gesagt habe, ich habe keinen Bock auf den sein Gelaber oder seine Stimme geht mir auf den Sack und habe dann gesagt, gut, ich gucke mir wenigstens das an, wie der so spielt und hat der irgendeinen Punkt, wo er sich immer verschanzt. Das jetzt zum Beispiel war ein schöner Dropshot-Kill. Der Typ hat nicht damit gerechnet, dass ich mich jetzt hinlege und zack, ich habe ihn weggehauen. Konnte in der Drehung noch den zweiten mitnehmen. Also das ist halt sehr, sehr wichtig. Was ich jedem noch raten kann, wenn ihr merkt, ihr habt deutsche Mitstreiter im Team, versucht zu kommunizieren. Bei diesem Spiel kommt man als Einzelspieler schon gut zurecht, bloß ich würde jedem den Rat geben, kommuniziert miteinander. Also ist wurscht, ob ihr jetzt nur sagt, ich nehme gerade B ein oder bei C hat mich gerade einer weggehauen. Keine Ahnung, auf jeden Fall kommuniziert. Also dieses Rumgeschrei oder so, das mache ich damit nicht. Halt einfach ein paar Tipps zu geben, wo ihr gerade seid oder was ihr gerade macht. Ich bin auch jemand, wenn ich es alleine spiele, versuche ich meistens viel zu reden. Bringt aber auch nicht so viel, wenn man keine deutschen Leute im Team hat. Und wenn man dann Englisch anfängt zu reden, kann es auf jeden Fall nützlich sein. Aber ich würde schon darauf achten, dass ich mit meinen deutschen Kollegen zusammenspiele. Ja, das war jetzt das Match. Wir haben jetzt hier gewonnen mit 200-96. War auf jeden Fall sehr erfolgreich für uns. Und ja, ich freue mich aufs nächste Video und das war's von meiner Seite. Ciao, ciao, Leute.